zwischen 140 und 800 Euro waren auf Käufer. Und der hat die Wahl zwischen dem Marktführer Apple und den neuen billigeren Android-Tablets. Und die werden immer besser, was jetzt bis zum Wochenende ist. Bei der 3D-Leistung, die besonders für anspruchsvollere Spiele sehr wichtig ist, liegt tatsächlich das iPad vorn. Dafür liegen bei anderen Leistungstests andere Android-Geräte noch vor dem iPad. Und so ist der Testsieger ein Samsung-Tablet. Beim Internet surfen und mailen schlägt er das iPad und hat als Zugabe einen kleinen Stift, der sogar Handschriften erkennt und so Websites findet. Zweiter ist das iPad und hat neben seinem hochauflösenden Display einen Akku, der ganze 10 Stunden hält. So lange kein anderer. Bei den kleineren Tablets gefiel den Testern besonders das Display des Toshiba. Und wem ein 7 Zoll Display reicht, der findet auch günstige Geräte. Und gerade zum Schnäppchen ist zum Beispiel das Nexus 7 von Asus und Google. Das ist ein kleineres Gerät, ein kleineres Display und das kostet nur 200 Euro.